Liebe Geschwister, wie geht's? Geht's euch gut? Ist dieser Ort nicht wunderschön? Ihr müsst unbedingt diesen Ort einmal besuchen. Ihr könnt überall hier beten. Es gibt Felsen und Gebirge, wo ihr beten könnt. Wisst ihr, warum es so viele Orte hier gibt, um zu beten? Denn Gott möchte euch begegnen und mit euch sprechen. Gott ermöglicht hier einen Zustand, wo ihr mit ihm sein könnt. Wenn ihr dies dann Gebrauch macht, könnt ihr mit dem Herrn sprechen. Auch Jesus stieg auf das Gebirge und betete allein. Er betete im Garten. Wir lesen in der Bibel, dass er in der Wildnis betete. Hier gibt es mehrere solche Orte, wo ihr in Einzelnen beten könnt. Täglich besuchen Menschen diesen Ort, um zu beten. Sie kommen auch als Familie gemeinsam zu beten. Welches Wort gibt denn Gott uns heute? Es ist 1. Samuel, Kapitel 12, Vers 16. Tretet auch nun her und seht das große Ding, das der Herr vor euren Augen tun wird. Gott möchte was Wunderbares vor euren Augen verwirklichen. Gott hat vor, wunderbare Sachen für euch zu tun, denn unser Gott ist groß und allmächtig. Der Prophet Samuel betete an Gott mit diesem Vers. Als Samuel betete, beantwortete Gott sein Gebet mit Donnerschlag und Regen, die die Menschen erwarteten. Als Samuel betete, befiel Gott, dass es regnete und Donnerschlag gab. Die Natur gehorchte den Willen des Herrn, weil er es befohlen hat. Er speicherte den Wind in seinem Lager. Die Natur ist eine der Waffen von dem Herrn. Mit ihm ist alles möglich. Auch in deinem Leben möchte der Herr ein großes Ding verwirklichen, wonach du sehr lange dich gesehnt hast. Seht nur zu, was ich mache, sagt der Herr. Ihr sollt nur still dastehen und der Herr wird Wunder verwirklichen. In einem bestimmten Dorf fand die Gebetsversammlung von Jesus Calls von DGS Thinagaran. Die Menschen hatten sich versammelt, um den Prediger zuzuhören. Ich nahm auch teil an dieser Versammlung. Als die Menschen anfingen zu singen, änderte sich das Klima und es bewölkte sich. Es fing an zu donnern. Es gab auch einige Blitzanschläge. Die Menschen dachten, es wäre nun vorbei mit der Gebetsversammlung, als es plötzlich sehr dunkel wurde. Man erwartete, dass es bestimmt heute regnen würde. Alle waren hoffnungslos. Sie dachten, dass das ganze Programm nun mit der Überschwemmung vorbei sei. Man stelle sich eine Hochwasserkatastrophe vor. Zu dieser Zeit kam Bruder DGS Thinagaran zum Podium und fing an zu singen. Als der Bruder anfing zu singen, ändert sich das ganze Klima. Es sah so aus, als ob nichts geschehen würde. Das ganze Regen wurde gestoppt und wir waren alle erstaunt. Der bewölkte Himmel wurde wieder klar. Alles war geändert, es war kaum wieder erkennbar. Die Menschen waren überrascht mit diesem plötzlichen Zustand. Der Sohn Gottes fing an zu singen und die ganze Lage änderte sich. Gott hat für die Menschen den ganzen Zustand verändert. Ihr werdet mit eigenen Augen staunen, die großen Dinge von den Herrn. Der Herr wird Wunder wirken in deinem Leben, in deiner Familie, wo du arbeitest oder ein Unternehmen leitest oder im Dienste des Herrn. Ihr braucht nur still sein und beobachten und der Herr wird für euch alles tun. Denk nicht an die schlimme Lage, in der du dich befindest, sondern lobe und preise den Herrn. Dann werden auch in deinem Leben Wunder geschehen. Hebt eure Hand und sagt, Gott, du bist der Gott der großen Dinge. Du bist unser Herr, der wunderbare und erstaunliche Sachen tut. Herr, du verwirklichst in meinem Leben, in meiner Familie, in der Tätigkeit, die ich ausübe oder Unternehmen leite oder im Dienste des Herrn, wo immer ich auch bin. Ich glaube daran, in Jesu Namen. Amen, Amen.